Moin. Oh, ein Film, Alter, ein Film. Geil. Oh, das ist ja Japanesisch, das kann ich auch gar nicht lesen, du. Okay, ja, jetzt kann ich die Story natürlich nicht vorlesen. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist die Story so tiefgründig, wie sie mal sein kann. Nämlich, Dracula will die Menschheit auslöschen. Und dann sagt die Kirche, Hilfe, Hilfe, help us, help us. Sagen die zu Trevor Belmont und dann geht Trevor Belmont los, um Dracula zu erledigen. So, ich kann das zwar nicht lesen, aber wir lassen das trotzdem mal durchlaufen, weil hier sind ja ein paar schöne Bilder, ne? So wie die Vampire Killer Peitsche hier. Oh, hier. Das ist Trevor. Moin. Sagt er. Und da ist er. Und geht zum Schloss. Da steht wahrscheinlich alle 100 Jahre kommt Dracula wieder. Weil so ist das in der Story, der kommt alle 100 Jahre wieder. Okay, und jetzt fängt es wieder von vorne an, ne? Welche der Musik. Ja, okay. Gib ein Passwort, gibt Opening. Und geht super schnell wieder. In den, in Anführungszeichen, Demo-Mode. Dann wollen wir mal. Passt das komplett? Yeah. Uff, 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 uff. Hier, das Kreuz. Guckt euch mal das Kreuz an. Diese Details, diese Diagonalen, die von dem Kreuz abgehen. Die gibt es nicht in der US-Version. Ich weiß nicht, warum man die rausgenommen hat, aber ist so. Das ist die japanesische Version. Weil die hat einen besseren Soundchip. Einen eigenen Soundchip und dann hört sich die Musik besser an und deswegen spiele ich die. Die habe ich übrigens gerade auf Original-Hardware. Habe ich die gerade hier laufen? Tatsächlich, die habe ich. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich hab seinen Namen gerade nicht mehr in Erinnerung. Die habe ich von einem Japanesen gekauft. Vor ein paar Jahren. Und das hat ziemlich lange gedauert. Also da stand dann Lieferung dann und dann. Das hat aber ziemlich lange gedauert. Über das Datum hinaus. Da habe ich schon schlechte Laune, dass das gar nicht ankommt. Hab mich über den aufgeregt. Und dann gab es da wieder ein Erdbeben. Und da hab ich gedacht, oh. Und dann habe ich da mal hingeschrieben, habe gesagt, alles okay? Da hat er gesagt, ja, sorry. Also Erdbebenkram hat er jedenfalls nicht abbekommen, anscheinend. Oder er hat es mir nicht erzählt. So wie er es geschrieben hat, hat sich das nicht so angehört, als wenn das Erdbeben daran schuld gewesen wäre, dass da nichts kam. Dann hat er gesagt, ja, tut mir leid. Hat ein bisschen länger gedauert oder so. Er hat es losgeschickt auf jeden Fall. Dann kam das hier an. Und dann waren da so Origami-Figuren mit drin. Da war in dem Paket ein auf nicht so gutem Englisch geschriebenen Danke, dass du bei mir eingekauft hast. Das war jetzt kein großer Shop oder so, ne? Also es war eine Privatperson. So, danke, dass du bei mir eingekauft hast, war voll nett und so. Und dann waren da so Origami-Figuren mit dabei. Ein Kranich. Und was da nicht alles mit dabei war.
da habe ich gedacht. Und über den habe ich mich aufgeregt. Wie konnte ich nur? So ein Süßer. Da weiß man ja vorher nicht mehr. Da habe ich ja auch nur gedacht. Was habe ich... Was habe ich getan? Ja, ist ja nicht so, als hätte ich... Als hätte ich jetzt... Ja, hallo? Krieg dein Erdbeben da mal wieder in den Griff und schick mir meine Sachen. So war es ja nicht, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, hier kann man übrigens, wie in Castlevania 1, habe ich ja auch schon gezeigt, kann man seine Waffe upgraden, indem man hier ein bisschen so macht. Oh! Und wenn man halt nur genug Typen hier erledigt oder genug Punkte kriegt, dann taucht irgendwann die 2 auf und mit der 2 kann man dann zweimal werfen. Zweimal die Sub-Weapon hier benutzen und mit der 3 kann man die halt dreimal benutzen und so weiter und so fort. Das kann man hier machen. Aber weißt du was? Ich glaube, ne, 10.000 Punkte holen wir erstmal. Einfach nur mal so. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Der bringt 50. So gemacht. Gibt jedenfalls keinen Up, wie es aussieht. Hier ist auch in diesem Spiel ist das Holy Water wieder übertrieben stark. Wie in den anderen Spielen auch. Sagt man, wo es in Teil 2 zum Beispiel für den Arsch war. Aber in Symphony of the Night ist das übertrieben, in Teil 1 und 3 ist das übertrieben. Die Scheiße wollen wir nicht. In Teil 4 weiß ich gar nicht. Nutzt jemand in Teil 4 die Sub-Weapons? Ich weiß es nicht. Ja. Was habe ich denn noch gespielt? Bloodlines ist glaube ich nicht so geil. Also die... Das Holy Water ist da glaube ich nicht so geil. Und in den Gameboy-Spielen... Da ist das Holy Water auch eher schlecht, in Teil 2 war das, ne? Da ist die Axt besser. Also jetzt von meinem Casual Playthrough, wo ich natürlich nicht weiß, ob nicht diese oder jede Herangehensweise vielleicht besser ist. Dann könnten wir jetzt spammen und dann ist er sofort tot. Das machen wir natürlich nicht. Weil wir Pro-Gamer sind, wir brauchen das nicht. Siehste, ist nämlich auch so super easy. Und jetzt, wo ich den Kram gespart habe... Noch konnte ich nicht mal im Sprung einsammeln. Jetzt, wo ich den Kram gespart habe, kriege ich immer mehr Punkte dafür. Pass auf! Geil, oder? So. Jetzt können wir uns eine Route aussuchen. Und... Was eine Besonderheit an dem Teil hier ist, ist, dass es hier 3 Partner gibt, die man kriegen kann. Also immer nur 1 zur Zeit, und zwar Grand Dynasty. Der ist am Part oben. Cypher Bernardes ist am Part unten. Und Alucard, der kommt irgendwann anders. Alucard ist der beschissenste Charakter. Der kann gar nichts. Der kann fliegen. Das, was er kann. Der kann fliegen, aber das bringt überhaupt nichts, weil wenn du die Alucard-Route gehst, sind da die absolut beschissensten, schwersten Level im Spiel und da bringt dir das Fliegen nicht so viel. Ja. Ich meine, es gibt eine mittlere, also es, je nachdem welche Stages du nimmst, gibt es mittleren, leichten und schweren Schwierigkeitsgrad und die Alucard-Route ist die schwerste. Komme ich hier rüber? Will ich gar nicht ausprobieren. Ja, hier war was, ne?
Ich glaube, hier war es. Gucken wir mal. Ja, 3. Geil. Shit, kriege ich nicht mehr. Guck mal, wie easy das ist, ne? Direkt schon 3. Ich habe in Castlevania 2 erzählt, dass mit dem. Wenn man im Sprung schlägt, macht man einen leicht weiteren Sprung. Ob das auch außerhalb von Castlevania 2 so ist, weiß ich allerdings nicht. Ob ich hier weiter springen kann, wenn ich schlage? Keine Ahnung. Die Stage hier muss man übrigens nicht machen. Die ist komplett optional. Aber warum sollte ich Content überspringen? Ne? Wenn ich das auch spielen kann, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist auf jeden Fall das Beste für NES. Was Castlevania angeht. Und deswegen sage ich nicht nein, ne? Und es hat richtig gute Musik, wie ich finde hier. Also warum nicht? Du kannst aber auch einfach den. Es bringt überhaupt nichts. Ein Nachteil, du kannst die Stage hier überspringen, also wenn du Grant nicht haben möchtest. Der kommt hier nämlich gleich. Das gehst du nur lang, wenn du Bock hast, Grant abzuholen. Und den holen wir uns auch ab. Letztendlich werde ich mich aber für Cypher entscheiden. Aber bis dahin hole ich mir Grant. Und ich hoffe, die Route haut hin. Ich hoffe, die Route, wie ich das im Kopf habe, haut hin, dass ich Cypher noch kriege. Weil, manchmal skippe ich das hier. Und ich spiele ja manchmal so mal so, ne? Aber jetzt für Let's Play möchte ich ja Cypher haben. Aber manchmal skippe ich das hier, oh. Und dann komme ich auf jeden Fall immer zu Cypher und manchmal mache ich das hier und dann bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich dann zu Cypher komme. Also ich kenne den Weg zu Cypher kenne ich auf jeden Fall. Wenn ich diese Stage überspringen würde, wüsste ich hundertprozentig, wo es landet. Jetzt, wo ich diese Stage hier mache, bin ich mir nicht. Das ist ja geil hier. Da muss man ganz spezifisch. So. Dankeschön. Da wäre eine Uhr drin gewesen. Oh, nochmal 3. Ah ne, hier war das Item. Okay, dann war das da unten war ein großes Herz. Ich wusste, auf den Screen gibt es irgendwo eine Subweapon, die dir dein Spiel verkackt, wenn du unbedingt mit Holy Water spielen möchtest. Dass ich die ganze Zeit mitnehme und gar nicht nutze, weil es zu easy ist. Aber jetzt, wo ich die schon hab, komm, die können wir auch mal nutzen. Die nutzen wir bei Grant, bei dem das nichts bringt, weil der sowieso an der Decke hängt. You. So, da ist er gleich. Was haben wir hier? Fleisch, lecker. Lecker. Die Zeit zählt übrigens auch noch mit, wenn der Boss da ist, also. Bisschen schnell machen. Moin. Ist ja doch nicht Grant. Das ist ja, wer auch immer das ist. So, warten wir jetzt hier. Wie man sieht. Schon einfach, ne? So, das war's. So easy geht's mit dem Holy Water. Da schmeißt sich Grant hin und hebt seinen Arsch in die Luft und reißt die Backen auseinander und sagt: Da hast du mich wohl besiegt, naja. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Jetzt ist es natürlich japanesisch.
kann ich mir angucken, welche Antwort ich denn nehmen muss, damit ich ja sage. Denn vielleicht weise ich Cypher dann ja ab, ne? Jetzt falsche drücke. Ich sag das erste. Und es war richtig. Gut. Jetzt sind das Best Buddies und jetzt geht das da kaputt. Und jetzt machen wir den gleichen Level, den wir jetzt gerade eben schon gemacht haben. Aber von hinten nach vorne rum. Guck es dir an. Das ist ja ein Meisterwerk. Und achso, habe ich noch gar nicht erwähnt. Übrigens oben rechts sieht man jetzt ein Porträt von Grant, der aussieht, als wenn er ein Cap rückwärts tragen würde. Ein umgedrehtes Cap da tragen würde. Hier haben wir wieder die Castlevania-Steuerung. Ne? Also Sprung kann ich nicht ändern. Wenn ich nach vorne drücke und springe, dann kann ich das nicht mehr abbrechen. Und jetzt können wir aber wechseln auf Grant. Was rasend schnell geht übrigens, der Wechsel. Und alter Schwede, der kann seinen Sprung ändern. Und in der japanischen Version wirft er übrigens sein Messer. In der US-Version hat er Nahkampfangriff. Und hier hat er aber so, als wenn er das die Subweapon hat. Den Dagger als Subweapon. Also ist das insofern leichter in der japanischen Version. Ist aber ja scheißegal, weil den nehmen wir ja gar nicht. Den behalten wir ja gar nicht. Aber für die Stage ist er gar nicht so schlecht, den können wir nehmen. Wie man gerade gesehen hat, kann der auch, kann er sich hier auch so festhalten. So. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, hier wäre es noch runter. Wollte nicht zu tief runter. Weil ich nicht weiß, wo es aufhört. Okay. So, und hier kann ich jetzt runterlaufen, weil hier ist nichts mehr. Wenn ich hier jetzt runtergegangen wäre, dann wäre tot. Hier kann ich so machen. Oh, dann kann ich ja mal gucken. Hier war ein. Ja, hier war ein großes Herz drin, sag ich mal. Grant kann übrigens nicht Wände aufmachen. Also wenn ich an der versteckten Wand ankomme und ich da mit Grant gegenschieße, da passiert... Oh, doch nichts. Ist das nur in der US-Version oder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung? Okay, kann er wohl doch. Habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Kann er rüber? Jo. Easy. Aber hier, ein Beweis dafür, dass die Castlevania-Steuerung immer gewollt war und nicht aufgrund von mangelnder Programmierfähigkeiten. Was ja sowieso Bullshit ist, weil als wenn Konami da irgendwie sich vertan hätte mit sowas. Ja, der kann auch höher springen. Wäre auch gar nicht so schlecht, ne? Und kann. Es ist einfacher zu kontrollieren. Welche mit dir? Kann er hier auch abkürzen? Zack. Ne, wir versuchen. Und nein, du sollst da nicht direkt hochgehen. Warten wir mal. So, und dann gehe ich so. Und. Und tschüss. Ist das hier der erste Screen? Ja, ist er. Also weiß ich, dass ich hier runter kann. Oh shit. Also weiß ich, dass ich hier runter kann. Ist hier jetzt ein Hähnchen drin vielleicht? Nö. Wird nur am Ende der Stage einmal geheilt, beziehungsweise am Anfang. Wenn ich den Clock Tower runtergehe. Ja, easy, oder? Das war extra Content. Und jetzt gehen wir durch Mad Forest, oder was?
je nachdem, welche Wege man geht, kommt man auch noch in unterschiedlichen Parts von anderen Stages. Also in Mad Forest hätte ich auch gekriegt, wenn ich nicht den Clock Tower gemacht hätte, aber ich komme in andere Parts vom Mad Forest, als wenn ich... Ihr versteht, wie ich meine, ne? Als wenn ich... Wenn ich den Clock Tower mache, komme ich an andere Mad Forest Parts, als wenn ich den Clock Tower auslasse und den Mad Forest mache. So. Ah, ich habe wieder voll Leben. Cool. Der hält übrigens nicht so viel aus wie der Belmont und der ist nicht so stark wie der Belmont. Der Belmont, der übrigens Trevor heißt, war hier... Ne, das war in Rondo, glaube ich. Wo so eine ähnliche Stelle war und dann aber so eine Plattform. Easy. Guck mal, der kann sich auch ducken unter den Feuern weg. Alter, der ist Easy Mode. Ne? Der ist Easy Mode. Also wenn ihr Easy Mode wollt, geht die Grand Route. Auch wenn ihr die US-Version habt, ist einfacher. Krabbe, Krabbe. So, jetzt geht's wieder weiter. Ah, siehst du, und ich gehe oben lang, um Cypher zu machen. Unten ist Alucard, da wollen wir nicht hin. Alucard ist im Sumpf irgendwo. Oh! Okay, das Gute ist, wenn dich die... Wenn dich die Krähe trifft, dann... ist sie aber tot. Lass mal gucken. Okay. Wollte gucken, ob die, ob die sich die Leben teilen, ja. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Das ist die leichteste Stage übrigens. Weil man nur noch geradeaus läuft und rüberspringt und das war's. Okay, da hätte ich warten müssen. Kann ich den treffen von hier? Da gibt es nichts. Ich kann mich hier auch runter. Ja. Da wollen wir aber nicht. Nicht, dass ich noch irgendwie durch den Boden falle oder so. Man kann ja auch so Mario Brothers Geschichten machen. Oha. Dass man über den Wänden geht und dann Sachen überspringt, aber man kann sich damit auch softlocken. Deswegen machen wir das nicht. Also du kannst die Zeit auslaufen lassen, ne? Diese Egelspinne. Ich wollte die Subwaffen werfen. Das ist scheiße, wenn da eine Leiter direkt ist. Eine Leiter, eine Treppe. Oh, jetzt kommt der Boss. Wenn ich hier hänge, kommt er nicht mal auf mich zugerannt. Und ich kann ihn direkt so abwerfen. Easy. Easy win. Da war's. Pro-Gamer, oder? Absoluter Pro-Gamer. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich Cypher mitnehme oder nicht. Ob ich es hinkriege, Cypher mitzunehmen oder nicht. Hallo, ich bin auf einer wichtigen Mission. Ich sollte das Schloss von Dracula infiltrieren.
Nimmst du mich vielleicht mit, du? Ja, bitte? Jo. Oh, das ist aber nett von dir, dankeschön. Du brauchst mich also nicht mehr, wa? Jetzt simst du für die Olle da und jetzt willst du mich nicht mehr, alles klar. Verpiss dich doch von meinem Bildschirm, dreckiger Kabordermann. Ich hab Tiddies und der nicht. Geil. Okay. Deswegen läuft er auch hinter Cypher. Und so guckt er sich die Tiddies von der anderen, wie er oben rechts. So guckt er dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Und ich sag mal so. Wenn ihr dachtet, dass Grand Easy Mode ist, dann guckt euch mal Cypher an. Guckt euch mal Cypher an.